Hallo, ich bin Bernd von wasserspatz.de und ich begrüße dich zum letzten Teil der dritten Staffel Tauchsafari Rotes Meer 2021. Der letzte Tauchgang steht bevor. Wir sind ein Stück weiter gefahren und nun wieder bei Sharb El Erg, beim sogenannten Dolphinhaus. Noch einmal wollen wir die Chance nutzen und vielleicht Delfine sehen. Ob uns das gelungen ist, erfährst du in diesem Teil. Um 16:45 bin ich mit Karim abgetaucht. Dies ist schon recht spät, kurz nach 18 Uhr wird es hier bereits dunkel. Karim hat etwas entdeckt. Eine riesige Muräne schaut aus ihrem Versteck. Karim hat wieder etwas Interessantes entdeckt. Ein Schwarzfleck-Sandbarsch sitzt vor seinem kleinen Loch. Ein Rotfeuerfisch schwebt ruhig auf uns zu. Ich schalte meine Lampen ein, damit seine Farben besser zur Geltung kommen. Der weiß genau, wie giftig seine Stacheln sind. Dann etwas Seltsames vor mir. Wie eine Wand aus Fischen rollt diese Formation über den Sand und hat hier eine Scholle aufgeschreckt. Was hat Karim diesmal entdeckt? In einem Loch sitzt eine nervöse Grundel. Wir sind bereits über 20 Minuten unterwegs. Tatsächlich, ein Delfin. Karim versucht mit ihm zu spielen. Es ist nicht nur einer, es sind sogar zwei. Thank you.
Und dann waren die beiden ganz schnell wieder verschwunden. Ein unvergessliches Erlebnis. Und wir setzen unseren Tauchgang fort. Dann tauchen die beiden Delfine noch einmal auf. Hier ein Sprung aus dem Wasser. Die Delfine sind wieder verschwunden und wir müssen so langsam aus dem Wasser. Wir tauchen nun Richtung unseres Tauchbootes. Und ich weiß, dass mit diesem super tollen Tauchgang diese Tauchsafari endet. Das war der letzte Teil der Serie Tauchsafari Rotes Meer Staffel 3. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Und wenn du wissen willst, wie es bei uns weitergeht und was wir als nächstes vorhaben, dann solltest du den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.